Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren, ja, Let's Play City Skylines. Jetzt wollte ich gerade sagen Battleground Commentary, das wäre aber falsch. Ja, ich habe natürlich ein bisschen die ich habe einfach die Stadt ein bisschen begrünt, ich habe Wege gesetzt, wie man hier zum Beispiel unschwer erkennen kann. War auch wieder viel Arbeit, aber ich habe noch ein paar Sachen ausgelassen, weil mir die Zeit nicht gereicht hatte. Das werde ich aber dann bei nächster Gelegenheit nachholen. Hier zum Beispiel, ne, das hatte ich schon. Hier habe ich zum Beispiel schön gelegt, das hinten dran. Das sieht super aus. Ja, hier, ich habe so ein paar Sachen, habe ich dann, so ein paar Wege habe ich dann nochmal zusätzlich gelegt. Hatte ich nicht noch irgendwas? Die hier hatte ich, glaube ich, auch noch gemacht. Also ich habe das eine oder andere habe ich aber hier noch, zeitlich bedingt nicht machen können. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck. Gut, nichtsdestotrotz basteln wir jetzt an der Stadt weiter. Ich habe auch gesehen, dass das hier vorne so ein bisschen eklig ist und die kommen weg. Das heißt, die werden jetzt entleert und Mülldeponien werden irgendwo hier hinten dann hinkommen. So ist der Plan, so will es Gott, nee, der will das glaube ich nicht. Brauchen wir die überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Wir können aber Stoff geben. Wie viel haben die denn noch? 37%, 45%. Na, das geht ja. Was sind die anderen? Wie viel habe ich eigentlich überhaupt? Dann habe ich da noch 3. Habe ich nur 3. 16%, 26%, 81%. Ja, das reicht eigentlich. Müllverbrennungsanlagen habe ich ja hier hinten en masse. Apropos. Machen wir das hier. Kommen wir doch hier noch ein bisschen das Ganze weiterführen. Dann könnte ich ja. Wo sind sie hier? 2, 3 weitere hinkleistern. Kann ich hier rüber? Ne, geht nicht. Aber so vielleicht, ha? Na, jetzt will's wieder nicht. Gut, okay, dann können die da hinfahren. Da können dann noch ein paar andere Industrie hin. Ah, ich müsste mal hier einen Weg hoch machen. So. Ja, das sollten wir vielleicht auch mal machen. Ne, Ampeln sind da keine. Muss ich mal drauf gucken. Ah, ne, hier kann ich gar nicht so durch. Genau. Das heißt, wir machen das so. Genau, da ist da noch ein bisschen was. Können wir auch gleich hier. Nee, mit dem bitte. Moment, mal räuspern. Ich hoffe, ich bin laut genug. Wenn ihr im Hintergrund so ein Rauschen wahrnehmen solltet, das ist der Ventilator. Es ist nämlich ziemlich warm. Und es wird diese Woche, ja, das ist ja passend, diese Woche wird es noch ziemlich warm. Es sollen ja bundesweit so aktuell, glaube ich, um die 33, 34 Grad an manchen Orten werden. Hier wird es wahrscheinlich dezent 30, 31 Grad. Das ist warm genug. Im Zimmer hier ist es eh warm genug. Trotz dessen, dass er groß ist. Aber naja. Wohnungsbedingt ist das hier nicht unbedingt kühl. Außer es zieht schön Wind. Es ist schön Luftdurchzug. Aber das ist leider nicht so oft. Warum ist eigentlich hier nichts? Das sehe ich ja eben erst. Warum ist hier nichts? Da wurde doch mal bebaut. Ja, und schon wächst da was hin. Ja. Schade, dass hier unten so wenig passiert. Müsste ich mal gucken, was wir da machen müssten. So, jetzt müssen wir mal ganz die Lage checken. Da ist alles in Ordnung. Damit auch. Das soweit auch. Edos Auslastung ist noch im Lot. Das auch. Das auch. Das ändert sich ja noch. Ja gut, okay, das ist da hinten. Das ist Bullerei. Da haben wir eigentlich auch genug. Ne, hier hinten kann eine hin. So, dann haben wir das ausgelastet. Und dann können wir auch gleich da hinten ins Eck eine verpflanzen. Wir können natürlich auch Folgendes machen. Das geht halt alles ins Geld, aber... dahin. Wird wahrscheinlich jetzt nur bedingt was helfen, aber
Naja, besser das als nichts. Polizei hätten wir genug. Schulbildung ist hier hinten nicht ausreichend. Dann kommt... nee, da will ich den Weg nicht abreißen. Baue ich die denn hin? Kann die hier rein? Nee, kann sie nicht. Da kann auch keine hin. Hier würde ich alles wieder kaputt machen. So geht's auch nicht. Dann muss er hier... Nee, hier geht's auch nicht. Dann mache ich den Weg kaputt. Das will ich nicht. Hab ich hier einen Weg? Nee, hier habe ich keinen Weg. Ah, ist auch blöd. Hinten ist er eigentlich zu abseits, oder? Eigentlich ja. Hier geht's ja nicht hin. Ist eh belegt. Toll. Hier kann ich sie nicht hinbauen. Super. Passt sie überall nicht hin. Da hinten will ich sie nicht hinbauen. Ja, dann muss ich sie hier hinbauen. Dann tut mir's leid. Dann kommt sie dahin. Soll ein bisschen allein, aber naja, gut, okay, komm. Bauen wir das hier und hier. Wasser haben die? Ne, nicht ganz. Dann eben so. Ah, Netz rüber. Hier muss ich auch nochmal gucken. Hier. Vielleicht fehlt hier jetzt. Fehlt da einer? Ne, eigentlich fehlt da keiner. Das muss ich auf jeden Fall erweitern. Was ist eigentlich mit den Gebäuden? Da habe ich glaube ich gar keine, gell? Davon habe ich genug. Ja, alles ordentlich. Was habe ich denn da noch hingebaut? Was ist denn das? Ach, ein Kino. Oh. Wohnungen? Nee, Büros. Tatsächlich mal andere hohe Büros. Da auch. Ach, so schön. Putzig. So, das ist leer. Dann können wir es abreißen. Schön zu wissen. Das freut euch. Ist klar. Würde mich auch freuen. Keiner will eine Mülldeponie in der Nähe haben. 3%. Dann ist das auch gleich leer. Können wir auch was hinkleistern. Ich weiß gar nicht, was... Ach, wir könnten doch, wir könnten hier irgendwas Attraktives bauen. Und das hier. Den Park da, hä? Bombastischer Springbrunnen. Ja, genau. Das ist leer. Gut, dann können wir es jetzt abreißen. Was können wir nebendran hauen? Dafür ist es dann doch zu groß. Was ist das hier? Ein Zoo? Den Zoo angeklickt. Der passt nicht hin. Was ist das da? Das da? Ne, Statuen irgendwie nicht. Gott, wie riesig. Cool. Was ist das? Was haben wir denn da für ein Krempel? Großes Einkaufszentrum. Bringt das jetzt was? Aber das ist zu groß. Colossal Order Internationales Büro, genau. Die Säule. Nee. Das habe ich mal runtergeladen. Das ist irgendwie nicht so toll. Wissenschaftszentrum. Gut. Stadion. Nee, das wäre, glaube ich, eine Katastrophe. Was ist denn da alles? So ein Teil. Passt irgendwie alles nicht hin. Warte, ah, das passt hin. Was ist denn das eigentlich? Plaza. Nee, das gefällt mir echt auch gar nicht. Nee, den habe ich schon. Was war das hier? Nee, habe ich nicht. Dann doch lieber das Ding dahin.
Und nebendran noch einen schönen Park oder sowas. Ah ne, kann ich ja nicht. Dann kommen da Büros hin. Zumindest. Nee, warte mal, da können wir doch hier einen Weg bauen. Muss ja nicht alles zukleistern. Können wir uns hier einen Park hinbauen? Da können wir. Hier können die noch hin. Was kann ich denn da reinpflanzen? Das ist zu groß, schade. Ist irgendwas, was da reinpasst? Nee. Ist alles zu groß. Gut, dann bauen wir uns selber was. Hier, genau. Einmal hier. Einmal. Hier. Wie machen wir das denn jetzt? Was hatte ich denn da für Sachen gehabt? Ja, nerv nicht. Parkbench. Da, da. Nimm, da geht ja nix. Boah, geh mir nicht auf den Nerv. Tree Row. Achso, das geht ja nur in die Richtung. Gut, okay, dann kommt da hinten dran halt Gebüsch. Das war ganz banal. Ja, das war wirklich banal. Oh, das Ding nervt natürlich jetzt beim Basteln. Das vielleicht so rumbauen sollen. So, hier, da hinten, damit das schöner aussieht. Was ist da noch? So ein kleiner. Den da wollte ich haben, genau. Der ist so putzig. Der wird jetzt im Kreis gebaut. Und dann kommen wir in die Mitte. Schöne Bäume. Ich weiß noch nicht welche. Warum auch immer der Weg da so komisch aussieht. Soll ich mal weg? Nee, nicht weg, Mann, dann geht er wieder gar nicht. Hatte ich auch schon mal, hab ich, als ich die Begrünung gemacht hatte, da habe ich natürlich, ich habe ja auch Wege, so Pflasterwege gemacht. Und da war das Problem dann gewesen, dass ich so ein kurzes Stückchen abgerissen hatte und dann neu verlegen wollte. Und das ging dann nicht. Und ja, schön. Also den ganzen Krempel nochmal abreißen und neu bauen dürfen. Das fand ich sehr toll. Natürlich total logisch. Ach komm, wir setzen sowas hin. 3, 4. Ja. Einen kleinen Park haben wir gemacht. Nichts Besonderes, ganz simpel. Mal ein paar Touristensachen da hingehauen. Die Leute hauen aber ab. Wir haben immer weniger Einwohner. Was könnte man tun? Apropos, die wollen Einwohner. Das heißt, wir werden hier das ganze Land mal bebauen. Ne, das geht. So da dran, okay. Ne, da geht keine Straße lang, aber hier kann man. Dadurch. Und da dran. So, und jetzt können wir nämlich ein bisschen. Ah, ne, halt, parallel geht ja dann hier. So. Geht das da durch? Kann ich da durchfahren? Ah, cool, man kann ja durch. Ich kann noch drunter durch. Nice. Kommen wir hier dran. Ran. Ja, dann werden das hier schöne Wohnungen. Dann kommen hier hinten nochmal Wohnungen hin. Na, da nicht. Da kommen Büros hin. Da will ich dann doch nicht, dass die Wohnungen dran sind. Könnte ich eigentlich machen, aber ich kann es auch lassen. Ne, halt, das ist schon zu weit. Das ist zu viel. Wohnungen waren hier. Da, da, da. Der hat, nee, der kann nicht.
So, da habe ich ja schon mal die Wege gesetzt. Hier geht's dann noch hin. Da fehlt was. Hinten fehlt generell dann irgendwas, damit die weiterbauen. Brauche ich die Uni da hinten? Wahrscheinlich. Ach, genau, jetzt weiß ich, was hier hinten fehlt. Das müsste die U-Bahn und alles sein. Na, U-Bahn fehlt noch. Müssen wir hier ausbauen. Und das Busnetz, genau. Oh, Bus habe ich auch nicht gebaut. Taxen, wie viele Taxen sind eigentlich im Einsatz? Das habe ich ja nicht. Alle im Einsatz. Wo war das andere Depot? Da. Auch alle im Einsatz. Können wir ja mehr bauen. Können wir dann so ein Teil hinbauen? Na, da will ich ja nichts kaputt machen. Tisch blöd. Ne, dann mache ich auch nur alles kaputt. Dann lassen wir es erstmal. Und mal dahin weiter. Sie fahren hier oben. Ach genau, hier muss ich mal gucken, dass ich noch eine weitere Straße habe, die hier rausführt. Beziehungsweise, warum so schwer? Kann doch Ganze so machen. Ich die feine Englische, aber juckt ja auch keinen. Und dann kann man das so anschließen. Genau. Sollen wir da nochmal runtergehen? Das gar nicht. Muss man das eigentlich? Nö, ich lasse das erstmal so. Hier kann ja nichts hin. Aber hier könnte man einen Weg schnell setzen. Ja, ich bin gerade ein bisschen irgendwie. So viel vom Weg kaputt machen. Auch nicht. Ich muss das Ding doch kaputt machen. Das will ich aber nicht. Ah, so geht's. Ah, den da bitte. So. Und so. Ja, kann ich mit leben. Da drüben ist zwar noch nichts, aber wir wissen ja nicht, ne? Ne, da ist ja noch nichts. Das kann aber alles noch werden. Genau, die laufen dann da, da. Ich mache mir da gerade so viel Gedanken über den Krempel. Ist eigentlich nicht so relevant, ne? Wohnungen wollen sie immer noch ein paar. Das heißt, wir können dann hier noch welche hinbauen, aber nicht so viele. Hierhin, hierhin. Hat dir nicht was gefehlt? Ne, da habe ich. Die haben auch. Gewerbe wollt ihr haben. Könnt ihr haben. Das heißt, wir bauen aber dann. Ja, das heißt aber, hier kommt nicht allzu viel hin. Ich da unten was hinbauen? Nee, die kann ich auch mal freilassen. Da können irgendwas anderes hin. Das heißt, das hier und das hier bebauen wir. Das lassen wir frei. Hier unten will ich eigentlich gar nichts bauen. Das will ich so lassen. Das wollte ich nur hier machen, weil man da oben Platz hat. Wobei, ich kann das hier machen. Die erste Reihe, die ist nämlich ein Vorsprung. Die hat da Platz. Genau. Das da bleibt frei. Genau, das reicht nämlich soweit schon. Könnte aber hier hinten noch die Gewerbe hin. Jetzt für, ach, jedes Mal durcheinander die Büros. Genau, die kann ich soweit lassen. Ich meine, die müssen hier hinten eh nicht groß fahren. Eigentlich gar nicht. Aber. Oh, da mal. Guck mal, das ist eine Raute. Ich bin so froh, dass der Zugverkehr läuft und dass hier nicht so der Riesenverkehr ist.
Jetzt hätte ich da ein Problem. So, Wohnungen ist soweit. Ich überlege jetzt mal. Ich kann ja nicht, überlege jetzt mal. Stimmt alles. Jo, dann werden wir jetzt mal Buslinien machen. Denn sonst kommen die Leute hier nicht voran. So, jetzt habe ich aber hier alles durcheinander und wirrwarr. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich erstmal, ich werde eine Linie jetzt hier rausführen. Moment. Auf der Seite. Warte mal. Jetzt muss ich erstmal gucken. Rechts. Hier. Hier, hier. Oh Gott. Da lang, da lang. Ja, ist klar, dass ihr euch freut. Hier habe ich ja viele Wege gemacht. Genau, da ist die Schule. Mal zwei Haltestellen. Ah, okay, und schon wächst hier was. Schon haben wir die ersten Hochhäuser. Und dann gehen wir dahin. Nee. Dahin. Dahin, dahin. Da ist eine Sackgasse, das macht nichts. Können wir ja rein. Kann ich nicht hier in die Mitte? Nee, geht nicht. Naja, komm doch mal aus auf der gegenüberliegenden Seite auch. Ach, hier fehlt ja auch noch. Gott, ich habe einiges nachzuholen. Das hätte ich ja offscreen machen können, aber habe ich nicht dran gedacht. Da lang, da lang. Dann können wir mal hier rein. Aus. So, zack, jetzt ist die. Ah, und jetzt wächst der schon. Oh, da hinten sogar, wow. Sogar hier hat sie was Großes, ist was Großes raus geworden. Boah. So. Jetzt haben wir ja, jetzt haben wir die damit verbunden. Jetzt muss ich nicht unbedingt alle miteinander, jetzt muss ich nicht alle da rauslaufen lassen. Das heißt, wir können jetzt einfach irgendwo anfangen. Wir können jetzt zum Beispiel hier anfangen. Runter. Da gibt es ja keine Straße hoch. Können wir auch hier lang gehen. Dann aber hier außen lang. Oh. Muss mich konzentrieren. Wo sind die Straßen? Da an. Muss ich jetzt irgendwie wieder zurück? Na, dahin, dahin. Dahin. Da, da, da. Da komme ich ja zurück. Genau. Richtig. Ah, ah, zack. Jetzt haben wir die auch verbunden. Jetzt müssten wir hier unten noch was machen. Da fehlen nämlich auch welche. Hier ist ein, die reicht meines Erachtens aus. Sonst hätten wir nicht diesen riesen Penis hier. Flammen, drei Stück. Drei solche dicken Dinger. So, das heißt, wir fangen hier an. Das ist jetzt eine Linie innerhalb. Ja, so mehr oder weniger. Bin ich doch näher ran. Ich dachte, ich kann es von oben machen. Da. Genau da, da. Dann gehen wir hier lang. Na. Da lang. Da lang. Da lang. Geht's hier lang? Zur Sackgasse, genau, dann gehen wir da rein. Rüber, da geht's lang. Wo ist der Tunnel da oben? Da lang, da lang.
Das noch eine. Da. Da. Jetzt in den Tunnel. Dann gehen wir hier raus. Hier lang. Wo ist die Haltestelle? Da hinten. Nee, dann können wir ja. Wo sind wir hier? Moment. Hier lang. Gehen wir außen entlang. Oh Gott, was Arbeit wieder. Haben die auch hier ihren Anschluss? Tut mir leid, wenn ich halt gerade jetzt nichts sage, aber das liegt daran, weil ich natürlich hochkonzentriert bin. Ich will ja keinen Fehler machen. Soweit haben wir schon mal was gemacht. Boah, das wird eine Riesenstrecke. Wahrscheinlich die größte überhaupt. Und die größte Linie überhaupt. Ah ne, dahin bitte. Sieht irgendwie komisch aus. Wird schon stimmen. Jupp, und da hinten hat sich ein bisschen was entwickelt. Das sind alles die Büros, ne? Ne, auch Wohnungen. Wohnung, Büro, oh, da sind sogar zwei. Der da kann weg. Braucht keiner, das Ding braucht auch keiner. Kann eh nichts wachsen, passieren. Ach, hier kann ich doch noch eine dritte hinmachen, oder? Ach, war denn das hier, gell? Ah, ne, ging nicht. Ach, ne, ging ja nicht. Oh, viel Arbeit hier bei dem Wetter. Also, es ist ein bisschen schwierig, sich zu konzentrieren. Ich trinke mal gerade was, Moment. Trinken ist grundsätzlich wichtig. Vor allem am Autofahren, das dürft ihr auch immer gern vergessen. Man sollte immer eine kleine Flasche Flüssigkeit, also irgendwas zu trinken, ob das Saft, Wasser ist, Cola, spielt ja überhaupt keine Rolle. Irgendwas da haben. Ich glaube, wenn man Flüssigkeitsverlust von 4% hat oder 2%, dann hat man schon Konzentrationsschwierigkeiten. Dann kann man sich zu 50% weniger konzentrieren oder irgend sowas war das. Also. Ja, man merkt es ja, wenn man zu Hause ist irgendwie so oder jetzt hier am Zocken ist, merkt man das zwar irgendwie schon, aber es ist ja nicht so schlimm. Am Autofahren natürlich kann das sehr gefährlich werden oder bei irgendwelchen anderen Tätigkeiten, wo man ein höheres Gefahrenpotenzial darstellt. Was ja der Fall ist, wenn man in einem PKW unterwegs ist, ne, als Fahrer. Also immer trinken. Generell, zwingt euch zum Trinken. Stellt euch, wenn ihr so zu den Personen gehört, die einfach wenig trinken, dann stellt euch einfach was zu trinken neben in eure Nähe, immer im Greifnähe. Na, dann ne, passiert es eher, dass ihr mal dran denkt. Ansonsten, Leute, das ist echt nicht schön, wenn ihr da. Oh, scheiße. Boah, krass. Ein ganzer Pulk. Fett. Also nicht viel ausgestiegen. Boah, habt ihr das eben gesehen? Ich finde das ja schön. Das ist so. Ich finde das richtig toll, wenn das genutzt wird. Das hier ist richtig. Das hat sich richtig gelohnt, hier hinzubasteln. Kommen da gleich nochmal ganz viele raus. Da, ah, nicht so viel, aber hier. Da ist richtig. Da geht die Post ab. Da ist richtig was los. Scheiße, wie viele Linien, wie viele Busse sind denn das? Das gefällt mir. Oh, schön einfach. Schön, wenn man sieht, dass das funktioniert, dass das genutzt wird. Ich muss echt mal einen Mod finden, wo ich hier durchlaufen kann. Ich hab so welche gefunden, aber irgendwie kriege ich die nicht zum Laufen. Entweder fehlt da was oder ich bin einfach zu blöd dazu. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu blöd. Ja, nichts Neues. Ach, wenn da unten die Straße ist. Einwohnerzahl 34.000. Gut. Wenn da die Straße ist, dann können wir doch wahrscheinlich hier irgendwie entlang, oder? Geht das? Bestimmt. Ja, wir können aber bestimmt hier rüber, oder? Das ist ein bisschen hoch. Boah, cool. Bäh. Prima. Wird auch gleich genutzt.
Herrlich. Oder sogar so weit laufen die. Boah. Können wir mal ein bisschen Abhilfe schaffen, hä? Können doch hier. Beziehungsweise, wir können hier doch schon mal das alles hinklatschen. Weil hier kommen nämlich dann noch Gewerbe hin. Die Gewerbe werden dann hier soweit ausgeweitet. Irgendwie so bis zur Autobahn hin. Schienen liegen hier ja. Die muss ich dann, apropos. Wo ist da Transport? Jedes Mal suche ich das. Jedes Mal. Einfach mal so raus damit. Weil ich es kann. Nee, damit man dran denkt. Um schon denkt, dass ich da noch was hinbastel. Ich hier rausgehe. Ich kann ja noch nicht weiterbauen. Nein. Aber uns fehlt nicht mehr viel, wenn ich das sehe. 36.000, was kriegen wir dann? Ein Hafen. Gut. Muss ich ja gucken, wie weit ich rausbauen kann. Ich muss, glaube ich, bis 80.000 oder 90.000 kommen. Dann habe ich das Höchste und dann kann ich alle freikaufen. Dann habe ich eine Mod installiert. Hatten wir ja im ersten Let's Play schon. Tja. Was zu tun? Oh, hier sind auch schon ein paar mehr Gebäudchen da. Ach, hier hinten habe ich ja auch noch gar nichts gemacht gehabt. Muss ich mich auch mal drum kümmern. Ach, das sieht aber schön aus. Ich musste echt mal durch die Stadt gehen. Da mache ich dann ein Video wie... Mache ich eine Buslinie wie quer durch die Stadt und durch die schönsten Gegenden und dann lasse ich einfach mal laufen mit schöner Musik im Hintergrund. Habe ich schon mal von anderen gesehen. Also das ist wirklich toll, das ist toll. Also das ist wirklich super. Nein, klar, man erkennt schon, dass es halt eine Stadt ist, die gebaut ist. Also jetzt eine simulierte Stadt hier im Computer. Also man kennt jetzt, es ist nicht so realistisch, dass, also von der Optik her, dass man... Hier sind Ampeln, gell? Nee, da nicht. Gar nicht. Warum hängt das hier so? Ah, okay. Oh, scheiße. Warum hängt das hier? Die wollen alle da runter. Ach, die wollen ja alle dahinter. Ach, scheiße. Selber schuld, ne? Den Anschluss an die wird's, glaube ich, nie, wird, glaube ich, nichts bringen. Okay, gut. Okay, Google. Nein, nicht Google. Wir haben jetzt Linien, haben wir, glaube ich, genug gebastelt. Ja, Buslinien haben wir jetzt hinten... Okay, hier hinten fehlt noch ein bisschen. Ach komm, die mache ich gerade. Wenn ich... Muss ich machen. Kann ich nicht so lassen. Das kann ich den armen Leuten nicht antun. Da muss ich auch mal von sich selber ausgehen. Das wäre ja... Da ist man ja auch froh um jeden Meter, den man nicht wirklich so viel laufen muss. Und wir sind ja sehr faul. Aber es wird ja auch einfach gemacht, ne? Also es wird einem ja auch einfach gemacht, so rum. Nicht, es wird einfach gemacht, sondern es wird einem ja auch einfach gemacht. Dahin, dahin, dahin. Gehen wir gleich komplett da raus. Kann ich hier rüber? Ja, da. Da geht's lang, da geht's lang. Wo muss ich hin? Da hinten. So, dann können wir drum herum gehen. Weil da ist die. Da kann ich eine hinsetzen. Da geht keiner mehr. Nee, dann geht's hier hin. Also komm einmal da rein. Dann da lang. Da lang. Das ist die. Verdammt zurück. Dahin, dahin. Ah, hier geht's runter, genau. Da lang. Komm hier nochmal rein. War da nicht so viele. Da, da. Und da, zack. Und dann haben wir die auch abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch... wie sieht's eigentlich da hinten aus? Oh, da sieht's nicht gut aus. Oh, da sieht nicht gut aus. Ein Spiralpark. Oh, Spiralpark, ein super schönes Teilchen. Also halt, genau. Ja, das reicht dann jetzt. Das Industriegebiet freut sich. Die sind gut gelaunt. Was wollte ich denn jetzt mal? Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Muss noch mal gucken, dass wir geldmäßig, goldmäßig, zu viel WoW heute, geldmäßig im Plus bleiben. Also im Moment nicht so bedingt danach aussieht. So ein kleines bisschen. Spaß aber gerade mal gucken. Statistik.
Stadtkasse, ja, das ist deutlich runtergegangen. Jetzt geht es langsam wieder hoch, aber gut, wir haben ja was ausgegeben, nein, nicht Spiel verlassen. Wo sind sie? Da, die U-Bahn. Die bauen wir jetzt mal schön. U-Bahn. Wo sind die letzte Uhr? Da hinten. Oh Gott. Dann muss er hier was. Ne, hier kann ich nichts hinbauen. Okay, das geht da nicht. Da geht eine hin. Oder ist jetzt zwei? Ne, ist vor allem, ich wollte gerade sagen. Da geht keine hin. Können wir hier eine hinbauen? Schöne. Da geht eine hin. Nee, kann ich auch. Nee, warte mal. Ja, könnte ich es auch da hinsetzen. So. Klatschen wir das Ding dahin. Hier noch eine hin. Da geht keine hin. Hier geht eine hin. Na? Eben hatte es. Ah, ich weiß es. Nein! Puh! So, bitte, danke. Wo waren die jetzt schon wieder? Da, Transport. Boah, da fehlt ja einiges. An U-Bahn. Da dann eine hin, da gehen halt die Häuser kaputt. Das tut mir leid, aber es hat keinen Wert. Ich brauche die U-Bahn hier. Hier setze ich noch eine hin. Kann ich da keine hinsetzen? Da geht aber eine hin. Ist da jetzt ein Weg kaputt? Nein, ist nicht kaputt. Ach, das gehört dazu zu. Okay, gut, dann. Aber es müsste doch abreißen. Okay. K. Omisch. So, da eine hin. Dann haben wir eigentlich die wichtigsten zusammen. So. Jetzt hängen wir mal den ganzen Krempel zusammen. Mit dem Tunnel natürlich. So. Das war so klar. Machen wir erstmal die äußeren. Genau, das ist dann von da nach da und von da nach da. Jetzt verbinden wir die inneren miteinander. So. Die geht da runter. So. Die da dran, die da dran. Das noch dahin. Na, lass mal los. Darüber. Darüber und die geht hier hin. So, jetzt machen wir uns das ziemlich einfach mal. Das wird eine klar, ganz kleine Linie innerhalb des Wohngebietes. Ey. Jetzt. Das wird eine Nummer größer. Von da hinten muss mir auch. Ah ne, jetzt machen wir erst noch ein paar andere. Da noch, da noch, da. Da. Noch da. 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 Könnte ich noch lang. Ah, da geht's wieder nur da lang. Ja, das kann ich nicht bringen.
Müssen wir hier lang, hier lang. Hier lang, komme ich da hinten dran. Oh, so weit. Nach da. Nach da. Da lang. Da lang, da lang, da lang. Halt. Ne, nehmen wir die äußere. So, die haben alle noch nix. Kann schon eine kleine Runde machen. Ja, kann ich. Ach. Neue Linie da lang. Ah, dann nimm den kurzen Weg. Das ist ja blöd. Soll er ja nicht. Machen wir halt noch eine große. Was soll's. Mal gucken, wir eine ganz andere machen hier. Etwas anders zumindest. Wo ist die da hinten? Wo bin ich jetzt? Da links. Da lang, da lang. Da lang. Da lang. Da lang und da lang. So. Hier noch eine von da nach da nach da. Nach da nach da. Können wir noch eine etwas größere Runde machen. Nach da. Nach da. Nee, nicht. Das ist da wieder Quatsch. Kann ich hier abschließen. Was meckert ihr hier hinten? Irgendwann hat ihr eben gemeckert. Achso, da kann ja nichts meinen. Nee, doch, natürlich. Muss ich jetzt so anstellen? Mein Gott. Über das Gemeckere hier. Ach nee, halt, ich muss ja nochmal eine ganz große machen. Eine ganz große muss ich machen. Von da nach da, nach da. Nach da, nach da, nach da. Komm, dann gehen wir unten lang. Wo ist denn die Uni? Das da ist die Uni, gut. Dann muss ich da zurück. Dann muss ich da lang. Da lang, da lang. Da lang. Da lang, da lang. Gehen wir da lang. Da lang. Da noch lang. Da lang. Dort lang. Dort. 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 Wo haben wir angefangen? Da hinten. Wo sind wir? Da. Da lang und da lang. Zack. Und schon haben wir... Wow, einiges. Einiges geschafft. In dieser Hinsicht. Hoffentlich wird es Früchte tragen auf Dauer. Okay, da hinten das Grünzeug muss ich da hinten erst echt noch basteln. Friedhof, haben die hinten einen Friedhof? Wo ist der nächste Friedhof? Friedhof. Nächste Friedhof ist da. Das kann ich nicht bringen. Das kann ich nicht bringen. Kann ich überhaupt da dahin? So, wow. Hä? Ach, Gefälle zu steil. Scheiße. Ah, jetzt kann ich jetzt keinen. Oh. Nein! Der ist da hinten. Können wir vielleicht irgendwie mit einer Zusatzstraße das regeln? Wahrscheinlich nicht, hä?
Scheiße. Könntest du auch abreißen. Ich könnte hier hinten ans Wasser halt bauen. Wird wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Da könnte ich gar keinen hinbauen. Da passt aber definitiv einer hin. Sag ich doch. Krematorium nebendran. Ja, ich weiß, ihr braucht noch Wasser. Machen wir die Ecke hier hinten zu. Dann meckert mir auch niemand mehr wegen Wasser. Polizei haben wir hier hinten noch keine. Das heißt, zack, da kommt sie hin. Feuerwehr haben wir auch keine. Da machen wir mal ein Hauptquartier hin. Eben hat hier doch eins hingepasst, oder? Ja, da passt's. Ah, hier war doch. So, zack. Ah, da wächst schon mal was. Krankenhaus haben wir doch eins, oder? Arztpraxis, was ist da los? 23, 24, okay, da ist nicht viel los. Müll ist nicht das Problem. Gesundheit, das hatten wir ja. Feuerbullerei haben wir auch. Warum auch immer hier Risiko ist, verstehe ich nicht. Uni habe ich ja dahin. Ach, genau. Da sind knapp 1300. Und da sind 1100. Ach, sicher eben. Ihr seht die Stadtteile 1, 2, 3, 4. Die Namen vergebt ihr bitte noch. Die bleiben so lange unbenannt, bis Namen genannt werden. Und wenn es bis Folge 100 dauert. Ne? Ist doch nicht schwer. Irgendwas wollte ich noch gerade schon. Ah ja, genau. Wie sieht es da jetzt aus? 6.500. Passasch-Ire. Sag mal, was machen eigentlich die Linien hier? Passagiere. Ah, das ist die neue da, ne? Könnte ich hier umbenennen, mache ich aber nicht. Was ist mit euch hier? Da habe ich keine, genau. 237 Touristen. Zieht das denn alles schön was an? Touristen, Touristen, Touristen. Na, so viele sind es nicht. Ja. Okay, das. Wahrscheinlich doch was gebracht, das abzureißen. Viel kann man da nur bedingt verbessern, ne? Einwohner gehen aber wieder runter. Ich weiß nicht so genau warum. Gute Frage. Gibt es viele Dinge wahrscheinlich, die ich nicht so beachte. Buslinie hier hinten ist ja nicht so der Riesenbetrieb. Oder die haben es noch zu weit zu den Arbeitsstätten. Das könnte natürlich sein. Die Schönblick-Residenz. Ja, das sieht schnieke aus. Das eiskalte Tisch, ne, das oben. Stühle. Da ist nichts restlich. Schrauber Landeplatz. Ja, was mache ich denn jetzt? Wir sind im Minus. Boah, da geht die Kohle richtig runter, Zammer. Boah, die geht ja übel runter. Nee, nicht verlassen. Wohnungen wollt ihr haben? Ja, können wir haben. Achso, ich muss hier nochmal rein. Genau so. Das heißt, wir bauen jetzt Wohnungen hier hin. Ich wollte gerade sagen, Straße ist doch alles vorhanden. Ach genau, vielleicht sollte ich mal Übergänge, also Zebrastreifen überprüfen. Vielleicht hängt es damit noch zusammen. So Kleinigkeiten wieder, weißt du? Wiese.
Gewerbe wollt ihr haben? So viel. Ja gut, dann hauen wir euch hier Gewerbe hin. Das ist ja eh soweit vorgeplant, also eh dafür geplant gewesen. Das kann man nicht bebauen. Hauen wir das hier noch voll Gewerbe. Wenn ihr das unbedingt wollt. Ach komm, da kann ich auch Gewerbe hin machen. Ein paar Parzellen da. Bleibt dann halt auch erstmal alles karg. Können wir schön Wald hinbauen, da auch. Können wir auch noch Wohnungen. Ach, ich. Ja, vielleicht hat es damit was zu tun, dass wir aber zusammen. Ne, 4%. Alles zufrieden, besuchst Gewerbe. Wohnungen auch nicht ganz so. Gesundheit 83%. Bestattungswesen ist voll in Ordnung. Bildung 99%, 99%, 100%. Ja, da ist auch alles noch. Wieso habe ich 6% Umgebildete, wenn ich 99% Abschluss habe? Wieso können dann 6% umgebildet sein? Das macht für mich irgendwie gerade nur bedingt Sinn. Apropos Verkehr. Einiges los. Überleg gerade. Hier hinten ist so ein Nadelöhr. Ist von der Autobahn natürlich hier runter und hier ab, dann ändert sich das wahrscheinlich auch. Okay, Lärm ist natürlich viel. Wohnbereich da hinten. Okay, gut. Das muss ich mit Bäumen. Müssen wir das dann mal später verringern? Das war die Uni, gell? Yep. Schulangebot ist eigentlich gut genug vorhanden. Wohnungen hatte ich jetzt gebaut. Die wollen ja mehr Wohnungen. Okay, wenn ihr noch mehr wollt, können da haben. Platz haben wir. Auch kann ich euch mehr geben. Wenn ihr mehr wollt, könnt ihr noch mehr haben. Auch kann der Drownie euch diese Wünsche erfüllen. So, und hier kommen aber wieder Gewerbe hin. Jedes Mal Büros. Komm, da können wir auch die hier auch noch hinsetzen. Dann können wir hier die Wohnungen hinkleistern, die paar. Und dann haben wir das auch erledigt. Da können wir doch sogar schon einen Weg basteln. Nee, Weg war hier. So, haben wir das schon mal erledigt. Können wir das auch machen. So, dann ist das sogar hier mit angeschlossen. Dann könnt ihr da schön durchgehen. Super. So gefällt mir das. Auch noch ran. Ach, schön. Das Kleinwiege. So, Wohnung wollt ihr immer noch haben. Wahrscheinlich ist das Problem, dass ich zu viel Arbeitsplätze oder wie? Nee, eigentlich nicht, oder? Seid ihr da hinten zufrieden? Nö, natürlich nicht. Da steht ja nur sowas da. Nö, die sind aber mal motzen. Ich nehme mal für den Krempels Burial Park. Riesenteil, nee, das will ich da eigentlich nicht haben. Ein Sunken Plaza kommt dahin. Reicht das für euch da hinten schon? Nee, nicht ganz. Boah, was ein Drecksvolk. Das reicht aber dann jetzt da hinten. Bibliothek macht da eigentlich keinen Sinn. Geht das auch nicht. Der Apache Garden muss wieder herhalten. Hat das hinten jetzt schon geholfen? Ja, es hat ein bisschen geholfen. Schön, dass hier dieser Riesenverkehr ist. Noch nicht. Der Verkehr ist dann da teilweise, beziehungsweise eher hier. Und hier das Nadelöhr jetzt ist.
Aber gut, das ist halt in einer Stadt, so einer Großstadt ist es jetzt nicht. Aber, ja. Ach stimmt ja, ich habe ja Richtlinien erlassen. Keine, was denn? Keine LKWs oder so. Verbot von starkem Verkehr. Das heißt, der ganze Wohnbereich hier hinten ist. Ach, das muss ich hinten ja dann noch machen. Haha. Wo sind denn die Wohnungen? Oh, da muss ich ein neues Gebiet machen. Da muss ich ja dann ein neues machen. Wohnungen war hier alles, ne? Das heißt, das hier kommt dann schön zusammen. Ja, die paar Gewerbegebiete, das bisschen Gewerbe kommt da mit. Das muss ja dann alles. Auch starker Verkehr wird verboten. Oh, wie groß mache ich denn das jetzt? Erst müssen wir das hier kleiner machen. Weiß gar nicht, wie viel. Das sind alles Wohnungen. Da wird das hier mal alles kleiner gemacht. Weil dann können wir nämlich das auch so hier hinten verbieten, dass da groß Verkehr ist. Das wäre ultra praktisch, nicht das hier hinten. Weil wir nämlich so nachher sowieso wahrscheinlich eh das Problem haben werden, dass dadurch, dass wir hier hinten, also wir hier ja alles Gewerbe haben, das hier nach rechts noch ausbauen, da werden wir dann sowieso noch erhöhtes Verkehrsaufkommen haben. Und die sollen ja nicht durch die ganzen Wohngebiete fahren. Ich werde aber zusehen, dass ich das irgendwie so deichseln kann, dass das alles nicht das Problem sein wird. So, und das machen wir hier auch mal kleiner, weil das wird nämlich alles Wohnungen. Hier noch. Das sind keine Wohnungen, das sind Gewerbegebiete da. Wird das hier weggemacht? Kommt das jetzt hin? Ja, kommt hin. Dann wird das hier die 5555. So, und hier erlassen wir folgendes: Richtlinien. Kostenloser Nahverkehr, Neuanes Stadtplanung, Verbot von starkem Verkehr. Es bleibt alles soweit gleich. Tja, macht sich eigentlich ganz ordentlich hier vorne. Heilloses Durcheinander. Ich hoffe, es macht euch auch soweit noch Spaß, das Ganze zuzuschauen. Ich bin ja nicht so unbedingt der Quatscher. Ich würde eigentlich gern viel, viel mehr erzählen, aber oft ist es dann so, dass ich zu konzentriert bin, als dass ich da großartig irgendwas aus der Weltgeschichte erzählen könnte. Das eine oder andere kommt natürlich dann. Ja, mach doch mal hier. Ne? Das eine oder andere erzähle ich natürlich dann trotzdem, wenn es geht, aber ich persönlich würde eigentlich viel, viel. Viel, viel mehr und viel. Viel, viel. Ja, ich würde eigentlich viel mehr erzählen, aber ich krieg das nicht so hin, mich auf das Ganze dann zu konzentrieren. Das wird irgendwie dann doch zu viel für mich. Da habt ihr hoffentlich Verständnis für. Ich habe da halt, ja, im Vergleich zu anderen banal gesagt, null Routine. Aber gut, es gibt, denke ich, Schlimmeres. Ich versuch's ja. Doch irgendwie so unterhaltsam so wie möglich zu gestalten. Vielleicht wird das irgendwann mal besser. Nur es ist für mich halt einfach doch anstrengend, weil nebenbei zu spielen, sich darauf zu konzentrieren und dann was Interessantes zu erzählen. Ich persönlich mag zum Beispiel Streams oder YouTuber, die halt dann einfach schön was erzählen können. Also wirklich erzählen. Dann nehme ich halt gerne den Kronk als Beispiel. Der macht das schön, den gucke ich auch gerne. Im Moment habe ich allerdings selber keine Zeit und auch nicht so die Lust, irgendwas zu gucken. Ich habe sein Let's Play zu Life in the Woods gesehen, bis Folge, keine Ahnung, ein paar 90 habe ich das eigentlich durchgehend geguckt. Da hatte ich auch dann die Lust und auch mehr die Zeit. Im Moment ist es schwierig. Ich habe ja selber jetzt viel, viel mehr am Laufen, also an Projekten. Und ich merke, ich habe den
Was habe ich vergessen? Ich wollte ja die Nacht wieder einschalten. Tag-Nacht-Zyklus. Den will ich wieder drin haben. Habe ich total vergessen. Ich habe da einfach bis Folge paar 90 habe ich da die ganze Zeit geguckt und war immer dabei und habe das wie viele andere auch damals bei seinem ersten Minecraft-Let's Play gemacht. Abends dann, damals war es nach dem Feierabend, heute halt dann zum Abendessen hin, kam ja aufs Gleiche hin letztendlich, dazu dann das gesehen. Anstatt sich irgendeinen Film anzugucken oder, keine Ahnung, eine Folge von einer Serie, war es dann eine Minecraft-Folge. Und hier in dem Fall dann Live in the Woods oder halt auch diverse andere Sachen. Ich, bei mir war es halt Minecraft und später dann, als er hier mit Live in the Woods angefangen hatte. Oh, jetzt habe ich selber einfach keine, ich habe gerade keine Lust mehr groß zu gucken und ich habe auch die Zeit nicht mehr, aber das ist einfach schön. Er quatscht dann, er erzählt dann einfach schön und macht nebenbei was und er kann das halt gut. Er ist ein guter Erzähler. Ich würde gerne auch einfach schön was erzählen. Oh, aus dem Leben und so weiter, hier und da. Nicht unbedingt Meinungen, sondern einfach so. Ne? Fällt mir aber einfach dann doch etwas... Moment. Hinsetzen. Fällt mir dann doch noch etwas zu schwer. Aber gut, vielleicht kommt's ja irgendwann mal. Man weiß ja nicht, ich bin ja auch... Ich zähle ja nicht zu den Jüngsten. Das vergessen ja... Darf man auch nicht vergessen. Ich kann nicht einfach so drauf losquatschen. Beziehungsweise die Konzentration auf beides. Oh, sieht das cool aus. Vor allem hier. Weil das eigentlich total lustig ist. Es ist dunkel. Eigentlich müsste es im Wohngebiet dunkel sein. Weil die Leute schlafen. Weil die Dinger hier leuchten, hält, das sind Wohnungen. Das. Und die Büros müssten eigentlich auch dunkel. Es müsste eigentlich. Ist eigentlich komisch. Eigentlich müsste alles dunkel sein, wenn es mitten in der Nacht ist. Das verstehe ich nicht so ganz. Müsste alles dunkel sein. Stimmt, beleuchtete Autobahn. Das haben wir, glaube ich, nur in Belgien, wenn ich mich nicht irre. Nee, Colossal Order. Eigentlich, es sieht zwar cool aus, aber eigentlich dürften nur bestimmte Bereiche beleuchtet sein. Hier dürfte auch nicht so viel leuchten, weil hier drin eigentlich nichts ist. Denen statt dürfte leuchten, also dort, wo die Gewerbegebiete sind, also hier unten der Bereich, der müsste leuchten, hier vorne der Bereich noch. Also hier unten, das muss leuchten, aber der Rest dürfte eigentlich größtenteils dunkel sein. Beziehungsweise die Straßenlaternen, ja. Aber ey, wer kann denn bei dem Licht schlafen? Ja, und die Uni ist natürlich auch hell beleuchtet, weil hier ja riesig Betrieb ist um Mitternacht, ne? Ist ja klar. Tagsüber wird er nicht mehr gelernt. Das wird ja nachts gemacht. Nun gut. Ach ja. Gut, okay. Dann machen wir Schluss für heute. Ich sag wie immer, ich gehe erstmal. Moment, diesmal zum Ende. Eieieiei, zum Ende diesmal. Ganz komisch. Ja, ich sag dann wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare, Twitter oder Facebook. Wenn, wie gesagt, raus damit. Ja? Irgendwelche Tipps, Tricks, Mods, hast du nicht gesehen, alles her damit. Ne? Ja. Ja, genau. Und jetzt habe ich mich selber durch den gebracht. Super. Gut, okay. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder Stream. In diesem Sinne, tschüss.